Eine Gesellschaft im Wandel. Mein Name ist Guido Hausmann. Ich bin Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Regensburg und leite hier am IOS, am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa, Forschung, den Arbeitsbereich Geschichte. Protest und Alltag in Belarus. Wir haben eine Diskussionsrunde, die wir in deutscher Sprache und auf Englisch durchführen. Also welcome everybody to our discussion on protest and everyday life in Belarus. We have a discussion from 1 o'clock to 2:30 with three discussions, die ich werde jetzt die Diskutierenden kurz vorstellen und dann ganz kurz in das Thema einführen. Zunächst wird sprechen Dr. Vulha Bartas, die ich gleich auch nochmal vorstelle, dann Dr. Andrei Vasjanov und dann haben wir als dritte Diskutierende Dr. Nina Weller. Wir möchten sprechen heute über das größte, vielleicht unerwartetste und positivste politische Ereignis, Überraschung in Europa in diesem Jahr, die politischen Proteste in Belarus, die seit den Präsidentschaftswahlen am 9. Mai dieses Jahres anhalten, sich gegen die gefälschten Wahlergebnisse und insbesondere gegen den offiziell mit etwa 80% der Stimmen zum Sieger erklärten Amtsinhaber Alexander Lukaschenko richten. Sind nicht die einzigen Proteste, das kann man sagen, die im Moment im östlichen und südöstlichen Europa stattfinden. Wir hatten vor kurzem auch eine Diskussionsrunde über die politischen Proteste in Bulgarien. Und wir sind inzwischen es durchaus gewohnt, mit politischen Konflikten und Protesten im östlichen Europa konfrontiert zu werden, die für uns sehr unerwartet und plötzlich auftreten. Ja? Aber mit einem so breiten politischen Protest und mit einer stärkeren politischen Bewegung in Belarus hatte wohl im Sommer 2020 außerhalb von Belarus kaum jemand gerechnet. Und diese Proteste halten bis heute trotz staatlicher Gewalt, staatlicher Repressionen, unter anderem Verhaftungen, Festnahmen, Misshandlungen an. Sie sind friedlich. Sie finden nicht nur in der Hauptstadt Minsk statt, sondern im ganzen Land. Sie sind auch in der gesamten Gesellschaft verankert, wobei vor allem die Frauen als eine führende Gruppe hier herausragen. Und es sind auch Frauen, die die bekanntesten Namen hier sind: Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova, Svetlana Alexejewitsch und andere. Und diese Proteste sind zielgerichtet. Sie erkennen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen und damit Lukaschenko als Präsidenten nicht an. Die fordern eine Neuwahl bzw. wollten eine Neuauszählung der Stimmen. Sie fordern eine Freilassung, die Freiheit für alle politischen Gefangenen und haben auch inzwischen zur Herausbildung eines alternativen oder oppositionellen politischen Organs geführt, des sogenannten Koordinierungsrates, der von der Präsidentschaftskandidatin der Opposition, Svetlana Tichanowskaja, geleitet wird. Sie hat, wie auch andere politische Führer der Opposition, inzwischen das Land verlassen und lebt momentan in Litauen. Die Proteste in Belarus wirken sowohl in die belarussische Gesellschaft hinein, als auch über die Landesgrenzen hinweg. Alexander Lukaschenko, der inzwischen erneut als Präsident vereidigt wurde, hat die politische Unterstützung von Russland und besonders des Präsidenten Russlands erhalten für die Aufrechterhaltung seiner Macht. Und wie Sie wissen, in Belarus und Russland ja auch seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in einer Art Wirtschafts- und Verteidigungsunion verbunden. Die EU unterstützt die Opposition. Sie hat die Wahlergebnisse vom August nicht anerkannt. Sanktionen gegen Einzelpersonen des Regimes verhängt. Einzelne politische Führer wie Angela Merkel haben sozusagen die politische belarussische Opposition auch
unterstützt oder ihre Unterstützung zugesagt. Das Europaparlament hat kürzlich der Opposition den renommierten Sacharow-Menschenrechtspreis verliehen. Und man kann auch noch auf die OSZE hinweisen, die vor kurzem in einem Bericht von einer Wahlfälschung gesprochen hat und die Annullierung der Wahl und eine Neuwahl unter internationaler Aufsicht gefordert hat. Diese politischen Proteste, die wir hier haben, deuten auf einen breiteren gesellschaftlichen und kulturellen Wandel in Belarus hin, über den wir wenig Kenntnisse haben. Und wir haben uns deshalb überlegt, dass wir als Graduiertenschule, als IOS Regensburg und der Regensburger Zweig der DGO, also die drei Veranstalter, heute mit einem Beitrag über Protest und Alltag in Belarus zur Verbreitung von Hintergrundwissen über die politischen Proteste in Belarus beitragen wollen. Zumal wir Mitarbeiterinnen, ehemalige Mitarbeiterinnen und Kolleginnen haben, die entweder kürzlich in Belarus waren, dort im Moment sind oder sich langjährig mit dem Land und ihrer Gesellschaft beschäftigt haben. So viel vielleicht kurz zu meiner Einführung. Und ich komme jetzt zu den drei Diskutanten und möchte erst Frau Wolha-Bartasch bitten, so mit einem 5- bis 10-minütigen Statement über die Frauen im Protest in Belarus zu starten. Frau Bartasch ist Historikerin und Anthropologin. Sie hat 2011 an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Belarus promoviert mit einer Arbeit über die Sesshaftmachung, Sesshaftwerdung von Roma-Gemeinschaften in Belarus. Und seit 2013 widmet sie sich einem neuen Forschungsthema. Das ist sozusagen die Roma-Erfahrungen mit des Nazi-Genozids in Belarus und in Litauen. Sie hat in den letzten Jahren eine Reihe von Fellowships bekommen und internationalen Fellowships und ist seit 2018 als Marie Stolowska-Curie Fellow hier bei uns am IOS in Regensburg. Frau Bartasch, ich gebe Ihnen das Wort. Bitte schön. Hello, everyone, and thank you very much, Guida, for introducing me in such a nice way. And I'm going to use my 10 minutes to talk about the womanly phase of the Belarusian Revolution, or the role of women in the Belarusian protest. And I'm going to do this in two roles. I have to warn you that I'm not a feminist scholar, although in my own research I deal a lot with gendered experiences and memories of violence and suffering. And I'm also a native of Belarus, a Belarusian woman. And if I only were in Belarus in August 2020, you would probably find me in one of those chains of solidarity of the Belarusian women, probably in my hometown. As all the Belarusians of the world, I was shocked by the brutality of the state violence and very much moved by the courage of Belarusian people and by the acts of solidarity. We have 3 months, 3 full months of ongoing protests, and there is still so much going on that it's very difficult to follow everything. So to give some structure to my talk, I'd like to remind you of several key moments of the Belarusian summer and autumn 2020, when the women were able to
jump in and rescue the situation. And let me start with this. Picture of the three ladies. I think that all of you more or less know about their personalities. This is Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova, and Veronika Tsepkala. And these women were able to challenge Lukashenko with a very fresh, dynamic, and vibrant pre-election campaign. And they did so after the main male candidates, two of them had been arrested and one had managed to flee to Russia. And there are at least three very interesting readings of these situations from a gender perspective. The first one is, as history shows, it often happens that women act in the absence of men. The second moment is that the Belarusian authorities obviously underestimated the readiness of the Belarusian society to support a female candidate. And it was actually a strategic mistake. And the second moment is not so attractive from a gender perspective. It's there is somehow this idea of women and two of them actually wives acting on behalf of men, male candidates. And there is an idea of eventual transfer of power to men. As you know, Svetlana Tikhanovskaya claims herself a technical candidate and promises a fair and transparent election in case she wins. And ordinary Belarusians somehow get this message, and just because they want a change in their society for a number of reasons, and we'll probably discuss this later in our discussion. And now the second crucial moment when the women were able to rescue the situation. This is the picture of one, or actually the first chain of solidarity in Minsk near Komarovka market. And this is the 12th of August. Just imagine the atmosphere that was in the country in those first post-election days. So the authorities tried to lock down the country and cut it from the rest of the world. The internet doesn't work properly. The riot police hunts for people in their neighborhoods and inner yards, and thousands are arrested. Jails are overcrowded, and as they start to gradually release the prisoners, many are released disabled, sick, and mentally traumatized. And the women who start forming this change all across the city of Minsk, their message is clear. They stand up against violence, stop violence. And they use the means they have. This is flowers and the white color.
And I remember a journalist asking one of these protesters, so how do you feel? And she says, do you think I'm not afraid? I'm very much afraid to be here, but I just can't stay home. And again, there is an idea of women standing up to protect their men, because if we look at the dynamics of violence, the first wave of state violence, and so far the most brutal, it affected mostly men. Mostly men were arrested, and most of the people who were tortured in prisons, they were also male. Although female prisoners were traumatized too, because they were forced to observe those scenes of torturing and humiliation, so they received an eyewitness trauma. But again, women stand up to protect their brothers, and this poster says, my brother is not a criminal, brothers, husbands, and sons. And somehow it works out. Together with the protest of workers at major industrial enterprises and in other social and professional groups, somehow the energy of all these protests accumulates and mobilizes, and the major goal was reached. The first wave of violence was stopped. And this is a picture from the first Women's March that took place in Minsk in the end of August, and it gathered about 10,000 participants. And you can see legendary Nina Baginskaya leading the protest, and she is now considered to be a mother of the Belarusian revolution. And I actually have here a doll, Nina. It's the artwork of the Belarusian artist who works in Poland, and she also takes her inspiration from the women's protests. But when it comes to the Women's March, and now it happens more or less regularly and in though in different numbers in Minsk on Saturdays. But when it comes to the Women's March, there is also some criticism coming from feminist scholars, and in particular, Irina Salamatina, head of the Belarusian Organization of Working Women, says that she doesn't go to women's marches because she doesn't see any difference between the women's marches and normal protests, because women's rights are not on the agenda of female protesters. And she's right to some extent, because this is happening in the country where the plight of many women is still precarious, and where there is no law against domestic violence. And but there are also other opinions, and I'd like to tell you about the results of my distanced ethnographic survey using my acquaintances and family networks in Belarus.
So some of the older generation actually do blame the women for, especially for taking children alone to the protests, and also for walking through the city on Saturday afternoons, when actually all working mothers are supposed to do their weekly chores at home. There are also other responses, and I was actually surprised by some of my male respondents. One of them said, and I'd like to quote this, I think that it's great that women are so active, not only in women's marches, but in all other demonstrations. They are showing their desire and ability to lead the country. I think that the role of women in our society will be changing. It is time to deconstruct Soviet time patriarchal structures in our society. And I'd like to add to this quote that besides their right to take part in the political life, I can see at least two other main ideas behind female protesters. And that's at least what the language of protest posters suggests. And this is, first of all, women's dignity, because there has been a lot of sexist rhetoric in state-sponsored mass media. And this very much hurts the women. And that's how they are responding, emphasizing their professional roles in the Belarusian society. And then there is also enormous solidarity, including intergenerational solidarity. This poster says, I'm here for my granddaughters, Tanichka and Sashenka. And there is also extraordinary solidarity among the arrested women. A reading of their accounts, and now there are published interviews with the women who were arrested after women's marches and other protests. And what they are saying, this somehow reminds me of the camp sisterhood. Lagerschwester, sorry, this is my scholarly background. And because there are examples of sisterhood sharing and taking care of one another, encouraging and supporting one another in all possible ways. And this is actually an artwork of Nadia Sayapina. It's called Cellmates. And this is how Nadia Sayapina, a Belarusian artist, used her time in Rodina prison. She took sketches of her female mates. And I'd like to finalize my talk with a brief reflection over the question, how did it happen that women lead the Belarusian revolution? For me, there is nothing surprising, because women are the most active and the most conscious part of the Belarusian society. When it comes to any innovative project, be it an environmental project, an oral history project, or I don't know, rescuing street animals, most activists and volunteers are
always women, and they work in the sectors where the need for change is most obvious. This is public medical care, social services, and education. Thank you. Thank you, Volha. Thank you for your attention. Wonderful. Thank you very much, Volha, for your presentation, highlighting the role of women in the protest movement in Belarus. And we are kind of switching now to our second presenter, Andrei Vozianov. And I briefly introduce him. Ich stelle Herrn Vozianov kurz vor. Er ist an der Graduiertenschule PhD-Doktorand gewesen in den Jahren 2014 bis 2018. Er kommt aus Belarus und hat seine Doktorarbeit 2018 verteidigt über Infrastructure in Trouble, Public Transit Crisis and Citizens at the Peripheries of Europe. Er ist dann nach Belarus zurückgegangen, ist im Moment Lecturer at the European College for Liberal Arts in Belarus. Er ist Anthropologe, interessiert sich vor allem für Urban Anthropologie, Stadtanthropologie, auch für Sound Studies, für Armutsforschung. Und er hat vorgeschlagen, hier heute zu sprechen über das Alltagsleben in Belarus 2020. Und ich freue mich auf Ihren Beitrag, Herr Vozianov. Hallo, liebe Damen und Herren, könnt ihr mich hören jetzt? Okay, also ich freue mich auf diese Möglichkeit, um Belarus zu erzählen hier heute. Ich werde meinen Vortrag auf Englisch verfassen, aber mit Fragen, ich hoffe, geht es. Thank you, Guido, for this kind introduction. I will only note that my main affiliation for now is European Humanities University in Vilnius, but for Corona times, physically it doesn't matter as much as usual. And I would like to show you some slides. So let me try to share my screen now. Yeah. So I hope you can see the slides now. Okay, that should be a 5, I think, right? I spent most of this year in Minsk. During Corona lockdowns, I was there as well as during elections. At the moment, I am in Kyiv because I'm visiting my relatives in Ukraine. I will most likely be back to Minsk during the next week. And I'd like to add a few remarks for context before I will introduce you to everyday routine of Minsk, of post-election Minsk, let's say so. So first remark is about research context. Belarus used to be a country without everyday life for researchers, at least it seemed so, because usually people were interested in political structure and regime and in personality of Alexander Lukashenko. So most of the scientific works were dedicated to that micro scale of Belarusian reality. And there were few exceptions to that, but they would also quite often focus on some obvious Soviet remnants of Belarusian everyday life, such as subotniki or kolkhoz, so some particular rituals from Soviet time or some inherited property forms and forms of organization of labor, which are indeed there in Belarus, but they are a part of a larger and more complicated picture. And the picture had already been more complicated before the year 2020.
So one thing I'd like to focus your attention on is exposure or exposedness of Belarusians to Europe, which my colleague Misha Gabovich has wisely commented on. Just a couple of figures here. First of all, Belarus has highest amount of Schengen visas issued per capita of population among all non-Schengen countries. So only in during the last year, you see that it has issued more than 600,000 of Schengen visas. So Belarusians travel to Schengen zone a lot. And also the rejection rate for Belarus for Belarusian applicants for Schengen visa was the lowest for all applicant countries as well. So basically, if you apply for Schengen visa, then you get it. And in this number that you see, it doesn't include some other visas issued in previous years or residence permits that Belarusian hold en masse, residence permit of EU countries. And the picture, you can see a train from Minsk to Vilnius, and it is not functioning now because of pandemics, at least. But it used to take 2 hours and a half to go from Minsk, the capital of Belarus, to the capital of Lithuania, of EU country, to Vilnius. By train, so 2.5 hours by train, and it used to be a very usual trip for many people. This train connection functioned 7 times daily, and then there was a bus every day, and people used to go to IKEA to buy some furniture, to go to airport in Vilnius to use low-cost airlines to visit some countries. So in year 2020, it was all gone, and that was the first change that Belarusians faced. And then, of course, it was the consequences of states' nihilism or denialism of coronavirus dangers. I think most of you have at least heard of COVID denialist rhetorics of Alexander Lukashenko. And on the ground, things looked pretty different because most of the population was aware that that coronavirus presents some dangers. And there were lots of grassroots initiatives and unprecedented solidarization in Belarusian society. People crowdfunded for some medical resources because there was a lack of resources on places, and medical workers were alarming. So there were crowdfunding initiatives, volunteering initiatives. On this slide, you can see a screenshot from COVID by 19. That was one of the most successful initiatives, and also just as an example, within 3 days, Belarusians have crowdfunded 1 million euro to the charity bank account of Health Ministry, Ministry of Health of Republic of Belarus. So the state began to look pretty helpless and not socially oriented at all in the early 2020. We can see the continuation of that situation until now. So we see that Belarusians are increasingly feeling themselves not detached from the state, but really not benefiting from this state and its system anymore. Okay, so then we are moving to the everyday practice of now, of this early, of the late 2020. Wolper has introduced you to the details of the protest itself. And here first, the first comment I'd like to do is that this protest is very omnipresent in a way. So there are lots of different practices which are
inscribed or which are integrated in that protest practice. And I think that's important to research this practice, not only reducing our attention to the street activity. So here you can see how mass media are indirectly supporting the protest, because after detainments of journalists at peaceful marches, peaceful rallies, they decided to delete pictures and photos from their websites for the next day. And that's actually an important comment on the mass media sphere of Belarus, because if you look at top 10 of most read, most popular news outlets in Belarus, then I think 8 of them or even 9 of them will be privately owned, that is not owned by state. And they are really delivering the critical agenda. So they are not approving of the state strategy against the protesters. I think it is important also to look at the protest not only as a counter-structural practice, where people are really wishing to change the structure, but they also are trying to change infrastructure, something that indoctrinates and something that enables the regime to work on the daily basis. So there are several protest practices which are quite invisible and which are very down to earth. Here you can see the headlines of one of popular news sites, which is about Belarusians taking their money from their bank accounts. In particular, they are taking their deposits into cash. And it is widely believed that paying in cash will reduce the commission that the state gets into its budget. So people are mostly, many people have started to pay in cash and in cash only. First of all, decreasing their visibility for the state, and then also decreasing the income that stately owned banks get from their monetary transactions. Also, we can add here that people are not paying for public transportation. So fare dodging is very widespread, and people are not paying their communal costs monthly. There are discussions on how to make it more wisely, on how to make it longest possible so that you do not get fined or you do not get your electricity or water switched off. I think it demands an ethnographic eye to look how these all different practices work on the ground. And now just a few vignettes from me, because due to the time limitation, I want to make it short indeed. One thing that is changing in the daily life is increased digital literacy. So after the internet blackout in Belarus, the use of VPN services has skyrocketed. So you can see that there are almost 2 million of Typhon users in Belarus now, and Belarus has 9 million population. Typhon is not the only app that people installed to somehow get to use internet despite the blackout. I tried several, Typhon was the best one. Then, of course, the use of Telegram Messenger has skyrocketed as well. And especially people from people of older age have started to install Telegram Messenger in mass. Also because Telegram was working during lockouts, at least partially. So back to the street, and here I'd like to say my special thanks to a colleague and friend of mine, Elizabeth Kovtak, a PhD student at Charles University at Prague, my companion for protest actions and evening walks in Minsk. She made several photos during last weekend, so
I'll mix mine photos and photos made by Lisa. So in the city space, indeed, you can see lots of graffitis and drawings and signatures and stickers. And this is something that people at Minsk cannot get used to. And Minsk actually used to sell its image as a sterile, very clean city, which it is not anymore. And there is a real war against those graffitis. So communal services are putting huge resources just to paint over those signatures and those graffitis, but they're appearing again. So this is something that is really present in Minsk, and by evidences, or according to evidences from my friends from other cities, these graffitis are not painted over that intensively in other cities. This is very elementary visual change, but still something new for Belarus. Then another vignette is about everyday talks, where protest can already be present not only as a main subject, but as a background to some other story. You can hear these traces in talks everywhere, on the trolley bus, at the hairdressers, in chat with friends. And people would not necessarily discuss are they for or against the protest, but they would rather say, okay, I was late because the road was blocked by protesters, or I don't know, the subway station was closed, and actually every Sunday there are these repeating blockages of roads and closures of metro stations and mobile connection. Mobile internet is not working from midday till approximately 7 p.m. each Sunday. So people would not usually spend their leisure in the city center during the weekend. You can visually observe that it's really, the Minsk is more desert and less crowded than it used to be. Partly probably due to the season, but partly also because people do not feel secure in the city center. Yes. And now we are coming to the later vignette. Partly Jamov, kommen Sie bitte zum Ende. Okay, so this will be last but one then. People are starting to spend more and more time in their neighborhoods. And there is a real neighborhood identity boom as well. Every mikrorayon, every neighborhood in Minsk has now its local Telegram chat. There are more than 200 all over Minsk, and each chat has more than thousands of users. I think the most of them have 1,000 or 2,000 users. These are examples of flags of micro rayons, and so there are 200. These are only five, and these are just photos from local backyard holidays or concerts, because people are meeting for, they used to meet for picnics when it was warmer. Now they're inviting musicians or lecturers to their backyards, and they're just gathering. That's small gatherings, which play also therapeutic role, I would say. So people would like to relax in a friendly atmosphere where they know that no riot police would be there nearby. Sometimes riot police comes to these backyard community meetings as well, and detains people, detains musicians as well, and lecturers. But if at the street protest, at the rally, you can be sure that there will be OMON, riot police, and violent dispersals, then with these backyard meetings, holidays, it's a lottery. Yeah? So sometimes you can have good luck and then just celebrate and meet and relax. And in the meanwhile, places of centralized consumption or in networks as well, they are having less and less visitors.
And you can also see that many places have just closed. It's not always clear whether they have closed due to protests or pandemic or some other manifestation of crisis. But you may see that locations are less crowded. Those locations that are still active, they're trying to somehow appeal protesting audience as well. And you can see this advertisement near the bar. It says that there will be 50% discount to prostitutes, drug addicted and ships. And prostitutes, drug addicted and ships are words that Lukashenko uses to describe the protesters. Thank you, Andrei. I think we should leave it with this. Sorry for this, but we are already over 15 minutes, and otherwise we won't have a discussion. You're scrolling. Thank you, Andrei. I mean, very kind of important contribution, highlighting typical features of everyday life in Minsk, and I think very valuable for our understanding of the situation in Belarus. But we're switching now to the third contributor, to Nina Vella. Nina Vella möchte ich auch kurz vorstellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Moment an der Europäischen Universität in Frankfurt-Oder, via Drina. Sie hat 2014 promoviert, sie ist Literaturwissenschaftlerin. Und sie war von 2015 bis 2018 Postdoktorandin an der Graduiertenschule München-Regensburg. Von daher doch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen hier noch bekannt. Wir freuen uns, Sie wieder zu haben. Sie hat im Moment ein aktuelles Forschungsprojekt über, ich nenne den Titel, die Vergangenheit der Gegenwart, Geschichtsbilder, Erinnerung und Fiktion in den belarussischen, ukrainischen und russischen Kulturen, das durch das BMBF gefördert wird, für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und sie ist für uns auch deshalb heute interessant, weil sie eine Mitgründerin der Facebook-Seite Stimmen aus Belarus ist. Mhm. Von daher eben auch ausgewiesen und sehr interessiert am Thema. Und sie wird heute zu uns sprechen über den künstlerischen und intellektuellen Protest in Belarus. Bitte schön, Frau Vella. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, auf diese ungewöhnliche Weise back to the graduate school zu sein. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich mache jetzt meine PowerPoint an, muss aber als technisches Manko zugeben, dass ich das gerade nicht hinbekomme, meine Bildschirme, die ich zwar habe, aber so zu teilen, dass ich so gleich Sie als Zuhörer sehen kann, als auch die PowerPoint. Das heißt, ich werde irgendwie meine eigene PowerPoint ansprechen und vielleicht ein bisschen komisch in die Kamera gucken. Das ist schon mal vorne weg. Ich habe es hier vorbereitet. Ich hoffe, es klappt. Sehen Sie meine PowerPoint? Ja? Okay, dann mache ich jetzt groß und verschwinde damit dahinter. Ja, ich werde heute weniger über die Stimmen aus Belarus sprechen, als über ein paar grundlegende Tendenzen, was die Aktivitäten der Kulturschaffenden in Belarus bei den Protestbewegungen betrifft. Ich denke, dass die Stimmen aus Belarus später in unserer Diskussion noch eine Rolle spielen werden. Genau, ich würde erstmal kurz eingehen auf meine Beobachtungen, die natürlich von außen geprägt sind, auf die künstlerischen Formen des Protests, die von Anfang an sehr auffallend mit dabei war, schon in der Vorbereitung auf die Wahlen und auf das zu erwartende Wahlergebnis und dann umso mehr, als die Proteste gegen die gefälschten Wahlen begannen, war der Protest sehr, sehr geprägt von Anfang an von unterschiedlichen künstlerischen Formen und von Aktivitäten und Positionierenden von Kulturschaffenden. Ich finde sehr auffällig von Anfang an, was vielleicht etwas erstmal banal erscheinen mag, aber eigentlich so drei oder sogar vier Punkte. Erstens die Kreativität, die Proteste von Anfang an begleitet hat, der Mut der Akteure, die unglaubliche Beharrlichkeit
und auch, was immer wieder eine Rolle spielte, in der Art und Weise, wie Protest nach außen getragen wurde, eine Art von neuem Selbstbewusstsein. Irina Herasimovic, Übersetzerin und Kulturmanagerin, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber dass es im Moment gerade tatsächlich um eine neue Sichtbarkeit der Belarussen geht. Und zwar einerseits untereinander, sich gegenseitig als Belarussen mit einem neuen Selbstbewusstsein neu wahrzunehmen, aber auch nach außen, was die Wahrnehmung von Belarus und dem belarussischen Volk und der belarussischen Kultur in der Welt betrifft. Das vorneweg. Ich würde sagen, dass diese unglaubliche, oder was heißt unglaublich, aber die starke Sichtbarkeit der künstlerischen Aktion während der Proteste einerseits beeindruckend und überraschend ist, aber auch nichts Neues ist. Denn wie auch vielfach auch schon geschrieben wurde in vielen Texten über die Proteste und in vielen Gesprächen, dass wir es ja jetzt mit vielen Bewegungen zu tun haben, die eigentlich seit 94, seit des Machtantritts Lukaschenkos, immer eine wichtige Rolle in der Protestkultur gespielt haben. Und viele Entwicklungen, viele Richtungen, Strömungen, die es die letzten Jahre schon gab, brechen eigentlich jetzt auf und finden jetzt ein neues oder ein wichtiges Feld, nach außen zu treten. Ich würde sagen, es gibt vielleicht so vier wichtige Ebenen, die ich unterteilen würde. Das ist einerseits einfach wirklich die Protestkunst, künstlerische Aktionen des Protests. Es wird ja auch häufig auf eine sehr interessante Weise von den Partisanenstrategien gesprochen. Wir haben damit natürlich jetzt nicht Partisanenstrategien wie zu Kriegszeiten zu tun, sondern es geht ganz stark darum, um diese metaphorische Wiederkehr des Partisanen und diese Strategien oder eine Kultur des subtilen Überlebens, des subtilen, des indirekten Ausdrucks der Kritik und des Protestes. Als zweites sind sehr, sehr wichtig die solidarischen Aktionen von Kulturschaffenden, die in Solidarität mit Protestierenden, mit den Verhafteten, mit den Opfern von Gewalt, mit Menschen, die Repressionen ausgesetzt sind, auf die Straße gehen und sich mit ihnen solidarisch zeigen. Und es ist eben auch sehr, finde ich, unglaublich wichtig, dass die Stimme der Intellektuellen, wir haben es gesehen an Svetlana Alexejewitsch, welche wichtige auch symbolische Rolle sie spielt als Intellektuelle, die den Mund aufmacht und sich ganz klar positioniert, welche wichtige Rolle solche Positionierungen spielen. Wir haben als dritte auch Werke, die, das ist ein wichtiger Aspekt, Werke, die Gewalt und die sozialen und politischen Dynamiken und Prozesse des Aufbruchs und der Veränderung in Belarus auch parallel reflektieren. Und ich würde auch mit hineinnehmen in die wichtigen Erscheinungsformen der Protestkunst oder auch des Kulturschaffen, denn Protests sind Kunstprojekte und Aktionen von Künstlerinnen und Künstlern im Ausland. Ich denke, das ist nicht zu verachten, dass es eine unglaublich große Rolle spielt. Gerade sich viele Künstler, die im Ausland sind, in den letzten Jahren eigentlich wenig zusammengetan haben, sehr verstreut in Europa und der Welt waren und wir es jetzt gerade mit einem solidarischen Zusammengehen zu tun haben und auch mit Ausstellungen, die jetzt organisiert wurden, die auf die Proteste, auf die Situation in Belarus aufmerksam machen und damit eine wichtige Rolle von außerhalb Belarus spielen. Ich würde ganz kurz auf ein paar wenige Beispiele eingehen. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Bildern, an Beispielen, die ich Ihnen zeigen könnte. Ich habe mich beschränkt auf einige wenige. André hat auch gerade schon die Street Art erwähnt. Ich habe hier ein Bild ausgesucht, das ich heute Morgen von der Internetseite Belarus Feed gefischt, ein bisschen geklaut habe, was auf sehr, sehr schöne Weise zeigt, wie gerade diese weiß-rot-weiße Flagge, die wir nun als dominierende Farbe und dominierendes Symbol der Proteste die letzten Monate gesehen haben, in unterschiedlichen Variationen und eben auch teilweise sehr ironischen Umgangsformen mit hineingeholt wird. Wir haben alle gesehen auf den vielen Bildern, die durch die Presse gingen, dass es einen sehr kreativen, sehr ironischen Umgang, aber auch eben mit politischen Figuren, natürlich mit Lukaschenko gibt. Darauf kann ich jetzt gar nicht ausführlich eingehen, aber ich würde nur nebenbei eben betonen, dass die Plakatkunst
ein ganz besonderes eigenes Genre fast schon der aktuellen Proteste darstellt. Also hier haben wir eben diese drei Unterhosen, die, glaube ich, gestern irgendwie zwischen zwei Häuser aufgespannt wurden. Wir kennen die Bilder von unter anderem von des Porträt Eva, die ikonisch geworden sind. Also wir haben sehr viele Bilder, die zu Ikonen des Widerstands geworden sind. Und wir haben auch Zeichen, die eigentlich zu Markenzeichen des Protests geworden sind. Da möchte ich kurz auf das bekannte Dreier-Symbol von Antonina Slobodschnikova verweisen. Ich habe es falsch geschrieben, Entschuldigung. Die eigentlich zwei wichtige Sachen in Umlauf gebracht hat, zwei Symbole. Das sehr bekannte Dreier-Symbol, was vielfach verwendet wird und eingesetzt wird, also stellvertretend auch für die drei Frauen, Tichanowskaja, Tsepkala und Kolesnikova. Was Antonina Slobodschnikova aber auch gemacht hat, was ich von Anfang an sehr beeindruckt fand, sie hat mit den Farben des Protestes auch nochmal auf andere Weise gearbeitet, und zwar indem sie das Weiß-Rot-Weiß anders umgesetzt hat und in mehreren Sprachen Gewalt, Nasilie, auf Deutsch Gewalt, auf vielen, vielen Sprachen dieses Wort Gewalt mit der roten Farbe zugestrichen hat und damit auf eine sehr wichtige Weise, wie ich finde, eine Form des Protestes kundgetan hat, die auch zugleich die Reflexion der sehr erschreckenden Gewalt, die alle mitbekommen haben, reflektiert. Ein zweites Beispiel sind die öffentlichen Positionierungen, die in Solidarität mit Protestierenden von Kulturschaffenden vollzogen wurden. Da kann ich gar nicht ausführlich drauf eingehen, aber ich möchte nur nochmal nebenbei betonen, die wichtige Rolle von Literaten, von Intellektuellen, von Theaterschaffenden, von Musikern, die vielfach und immer wieder auf die Straße gehen, den Mund aufmachen und ja auch inzwischen auch über solche Aktionen wie öffentliche Vorlesungen die Ereignisse mitreflektieren und begleiten. Ein Beispiel, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch kennen, aber was ich trotzdem nochmal erwähnen möchte, war der Fall des Janka Kupala Theaters, als noch im August der damals noch leitende Direktor des Theaters, Pavel Latuschko, zu Beginn der Proteste öffentlich den Protest unterstützt hatte und ein Ende der Gewalt gefordert hatte und seine öffentliche Solidaritätsbekundung zur Folge hatte, dass er kurzerhand seines Postens enthoben wurde. Ich denke, eine wichtige Rolle spielt auch sein besonderer Stellenwert als ehemaliger Kulturminister von Belarus. Er wurde stattdessen dann nach seiner Kündigung Mitglied im Koordinationsrat. Was in diesem Fall besonders beeindruckend war, war, dass nach seiner Kündigung ein Großteil der Mitarbeiter des Kupala-Theaters solidarisch mit der Kündigung ihres Rektors das Theater ebenfalls verlassen hat und dann quasi außerhalb des ihres vorherigen Arbeitsrahmens weiterhin Veranstaltungen organisiert haben. Es gibt inzwischen schon legendäre auch Videoaufzeichnungen von Inszenierungen unterschiedlicher belarussischer und vor allem belarussischsprachiger Theaterautoren. Das ist nur ein Bild von einer Szene, von einer Freilichtaufführung, die sie gemacht haben. Als drittes Beispiel möchte ich auf die besondere, wichtige Rolle auch der Performances verweisen. Kunstinstallationen, Performances, Protestaktionen gehen ja auch wirklich Hand in Hand. Es gab auch bereits Anfang August zum Beispiel eine Aktion von vielen, die ich nennen möchte, eine Aktion von belarussischen Künstlern vor dem Kulturpalast in Minsk, wo sie Fotos von Menschen zeigten, die in der Haft gefoltert worden waren und die ihre sehr schockierenden Bilder von ihren starken Verwundungen und Platzwunden und Prellungen zeigten. Und das war ein ganz wichtiger Akt, um die Wut und den Schock über diese Aktion an die Öffentlichkeit zu bringen. Davon ausgehend oder auch inspiriert oder auch in dem Zusammenhang gab es in vielen Städten von Belarus ähnliche Aktionen von Künstlern unter dem Motto Bastui ni Risui, also streike und zeichne nicht oder zeichne nicht und streike. Viele Künstler und Mitarbeiter von öffentlichen Einrichtungen, von Museen sind auf die Straße gegangen und haben leere Leinwände gezeigt, als Zeichen vor allen Dingen auch des friedlichen Widerstandes, der quasi ja auch als solidarische
Aktion städteübergreifend sehr wichtig war. Eine wichtige Person ist in diesem Zusammenhang Michael Gulin. Er war derjenige Künstler, der auch federführend bei dieser ersten Aktion vor dem Kulturpalast in Minsk dabei war. Und was ich bei ihm sehr wichtig finde oder auch sehr interessant, eine besondere Positionierung auch als Künstler gegenüber oder in die Proteste, dass er sagte, ich kann gar nicht mehr sozusagen wie bisher künstlerisch arbeiten. Für mich ist das Protestieren gehen eine Art von zur Arbeit gehen geworden. Also ich gehe zur Arbeit, ich gehe zu den Protesten wie zur Arbeit. Und man könnte darin auch natürlich auch eine besondere Form des Protestes sehen, nämlich die Verweigerung weiter in der bisherigen Form, sich künstlerisch zu betätigen, ist eine Form des Protestes. Ich könnte jetzt noch weitere Künstler erwähnen, die ich jetzt aber erstmal zeitbedingt beiseite lassen. Ich möchte nur noch den Namen Alexei Talstu erwähnen, Kurator, Künstler, der nochmal so ganz besonders darauf aufmerksam machte in seinen auch Ausstellungen und auch mündlichen Äußerungen, wie wichtig und spannend es ist als Künstler, diese Offenheit der aktuellen Situation, auch das Nichtwissen, was morgen kommt, sehr aufmerksam zu begleiten und zwar auch gemeinsam als Gruppe an Menschen, die sich darüber reflektierend austauschen, begleitend dabei zu sein. Eine Künstlerin, die vorhin auch Wolja schon erwähnt oder gezeigt hat, ist Nadia Sajapina. Ah, ich habe eine Sache übersprungen, einen Moment. Hier ist es. Das eine Bild wurde vorhin schon gezeigt. Sie möchte ich auch nur ganz kurz erwähnen. Nadia Sajapina als eine sehr wichtige Künstlerin in ohnehin in Belarus, aber jetzt im Moment gerade sehr besonders, finde ich, weil sie nach ihrer Verhaftung, in die sie geraten ist, nach einer Kunstaktion im August, wurde sie verhaftet und hat in der Haft sehr beeindruckende Zeichnungen von den Haftbedingungen, aber auch von dem Miteinander, dem sozialen Miteinander der Frauen im Gefängnis angefertigt, hat sehr viele Porträts gezeichnet, die ich jetzt nicht zeigen kann, und hat danach, als sie aus der Haft rauskam, ein wichtiges Thema auch als Künstlerin und als Frau, als Mensch angesprochen, wie geht man eigentlich mit der Angst um, die einen begleitet. Sie ist rekurriert auch vor allen Dingen darauf, dass sie damals aus ihrer Wohnung heraus verhaftet worden war nach dieser Kunstaktion. Und das ist ein Thema, das jetzt von verschiedenen Kulturschaffenden auch nochmal anders eingebracht wird, nämlich die Angst, über die man vielleicht auch in den ersten Wochen der Euphorie wenig gesprochen hat. Nadia Sajapina reiße ich jetzt nur eben an, damit Sie einen Eindruck bekommen, und springe noch zu einem letzten, eigentlich besonders wichtigen Beispiel, nämlich die Rolle der Musik während der Proteste und für die Proteste. Wir haben einerseits Konzerte von bekannten Musikern. Ich muss mal eben zurückswitchen, weil ich durcheinander gekommen war. Ich habe hier ein Bild, was zusammen kollagiert heute. Also rechts oben sehen Sie den bekannten Rocksänger Levon Volsky, eine Ikone, wenn nicht gar die Ikone der Protestkultur. Sänger und Musiker wie Volsky, aber auch viele andere, gehen auf die Straße, singen, geben Spontankonzerte. Und was besonders wichtig und schön ist, es gibt ja, wie auch jetzt gerade schon erwähnt wurde, viele Aktionen auf Höfen. Ne? Also es gibt ja mehrere Höfe, die auch inzwischen bekannt geworden sind, durch unterschiedliche eben Konzerte, aber auch durch das dort Zusammenkommen vieler Menschen, die sich vielleicht vorher gar nicht auf die Art und Weise wahrgenommen haben. Also einerseits sind diese Konzerte sehr, sehr wichtig für die Protestierenden, unter anderem, weil auch die belarussische Sprache da eine besondere Rolle spielt und viele über die Konzerte und über das daraus auch inspirierte gemeinsame Singen teilweise neu, manche für manche nicht neu, an die belarussische Sprache herangeführt werden. Das Thema der Sprache ist, glaube ich, jetzt ein Thema, was jetzt ausführlich wäre, darauf einzugehen, aber das sei nur kurz angemerkt, dass das Belarussische transportiert über die Protestlieder eine besondere Rolle spielt. Und das wäre der letzte Punkt. Die Protestlieder haben eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen in den letzten Wochen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch mal eine ganze Stunde mindestens über die einzelnen Lieder sprechen. Ich möchte nur ein paar erwähnen. Viele Lieder davon sind bereits 2010 während der Proteste gesungen worden oder auch bekannt geworden und auch ein verbindendes Element geworden zwischen Protestierenden, unter anderem Pahonia, auf Deutsch der litauische Ritt,
oder eben Hits von Musikern wie den erwähnten Levon Volsky, Tri Charapachi, die drei Schildkröten. Das war ein Song, der für das gleichnamige Album 2002 der Band, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, für die Band von Levon Volsky wichtig war und jetzt eigentlich zum Kultsong geworden ist. Ein weiterer Song, eine Hymne der Bewegung ist Muri, das Lied der polnischen Solidarność, das in der Übersetzung von Andrzej Chadanowicz jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch zur Hymne der Bewegung wurde und vielfach gesungen wurde. Ein letztes Beispiel, was sicherlich die meisten von Ihnen auch schon gehört haben, ist das Volkslied Kupalinka, das Volkslied über ein reines, unschuldiges Mädchen, was in den Garten geht und Blumen pflückt und was in den letzten Wochen vor allen Dingen bei Aktionen wie Spontankonzerten oder spontanen Chören eine große Rolle gespielt hat. Also das wäre noch ein letztes Element oder ein besonderes Moment, was die Musik betrifft, neben den Hofkonzerten, neben den Protesthymnen, das gemeinsame Singen und das spontane Flashmob-artige Zusammenkommen im öffentlichen Raum, um über das gemeinsame Singen die Solidarität, aber auch den Protest kundzutun. Ich hätte jetzt noch eingehen können auf die Ausstellungen, die im Ausland stattfinden, die ich sehr wichtig finde. Ich habe die Befürchtung, dass ich schon lange über die Zeit bin. Ja, Frau Weller, herzlichen Dank, Nina Weller, für diesen Beitrag über sozusagen den künstlerischen Protest in Belarus. Ich glaube, wir stoppen hier für einen Moment. Gerne. Also damit haben wir drei, finde ich jetzt, sehr wunderbare Perspektiven auf Protest und Alltag in Belarus. Frau Weller hat sozusagen gesprochen von der sichtbaren Gesellschaft und ich finde, das fasst alle drei Beiträge irgendwie auch sehr gut zusammen. Was wir hier wirklich so präsentiert bekommen haben, ist eine sichtbare, eine selbstbewusste, eine kreative Gesellschaft und die allein, deren Existenz allein gefährdet selbstverständlich schon ein autoritäres Regime wie das, was wir momentan in Belarus haben. Vielleicht kann man ergänzen, weil das sich auch durch alle drei Beiträge zieht, dass man schön sehen konnte, wie die Grenze sich verwischt zwischen politischem Raum und vorpolitischem Raum. Ja, wie Alltag politisch wird oder politisch werden kann und wie sich diese Grenzen verwischen. Ich denke auch da an die Beispiele gerade von Volha Bartasch und von Andrei Vasiano. Und vielleicht ein dritter Punkt, der auch deutlich wurde, ist Wandel. Wandel, der irgendwie unter der Oberfläche schon länger da war und der sich jetzt sozusagen durchbricht. Ich glaube, wurde auch in allen drei Beiträgen angesprochen, zum Teil auch in Begriffen. Und sozusagen als Historiker ist mir das wichtig, wenn Partisanen erwähnt werden oder Proteste 2010 erwähnt werden. So gibt es eben doch auch Traditionen, die mitdiskutiert werden. Jetzt haben wir, alle Beiträge waren etwas länger als vorhergesehen und das konnte man aber absehen. Es ist ein spannendes Thema, es ist ein Gegenwartsthema, was uns alle aufwühlt und auch emotional erreicht. Wir haben jetzt 25 Minuten, die bleiben. Und ich schlage einfach vor, dass wir keine Diskussionsrunde unter uns machen, unter den Diskutierenden, sondern dass ich gleich die Diskussion für das Plenum öffne. Würde aber gerne noch sozusagen in der Zeit, bis die ersten Fragen reinkommen, vielleicht die drei Panelisten nochmal fragen nach Gegenreaktionen in der belarussischen Gesellschaft. Vielleicht können Sie kurz dazu etwas sagen. Ja, weil es so scheint, wie Sie es darstellen, als wäre es ein Protest, in dem sich die ganze Gesellschaft vereint. Ist dem so oder ist das ein Trugschluss? Da hätte ich gerne, wenn es möglich ist, kurze Antworten von Ihrer Seite drauf. Frau Bartasch, können Sie dazu etwas sagen? Ja, could you please repeat the question? It looks like that this protest somehow unites the entire society. Is this kind of is this true or is this might this be a false impression? So are there kind of counter voices
Are there voices of non-solidarity with the protests? And how do they express their worldview, yeah, their protest? Thank you, Guido. It's an excellent question. And it's a little bit difficult for me to answer it because I'm not in Belarus right now. But from my communication with friends, colleagues, and relatives, most are, of course, on the side of protesters. But unfortunately, there is still maybe a small percent, but there are people in the Belarusian society who are not really active supporters of Lukashenko. I think there are a few active supporters, but there are also those maybe 30% or 25% or 20% who haven't decided yet whom to join and who are somehow waiting for the signs of either victory or vice versa. And then they would probably decide. And what I can see also that many people, residents of Minsk, at least in September and October, they preferred to get out the city on weekends, not to be there, not to be present there when protests are going on, just to hide somewhere and to wait. So there are different reactions. It would be mistakeable to think that the whole country is up, unfortunately. Yeah, but maybe Andrei knows better the situation. I think that we have analytically to divide the practice of protest or participation of protest and support of protest. Because what was omitted in your question, it is violence. The protest is violently suppressed. So I think there is unprecedented consensus in Belarusian society that the state has overused the violence and that elections were fake. And this is what really unites, I would say, from all the data that we have, more than half of society. But then there are those violent dispersals, those use of arms against protesters, and there are just people who would say, okay, elections are fake, and yes, Lukashenko is not legitimate president, but still, why go on the streets if the riot police has more force? I guess this is this what keeps many people from going to streets, just the physical violence. So our knowledge about the consensus is very limited due to the state's violence. Ja, soll ich direkt daran anknüpfen? Kurz, ich würde genau daran anknüpfen, was André jetzt gerade gesagt hat, dass ich glaube, die Proteste vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, der sehr frühen Zeitpunkt der massiven Gewaltausübung nochmal sehr viel mehr Menschen zusammengebracht hat. Ich kann es gerade ein bisschen aus der Perspektive unserer Seite Stimmen aus Belarus versuchen, so ein bisschen aufzufädeln, weil wir da ja versuchen, ein möglichst breites Spektrum an Stimmen über die Proteste, aus den Protesten, aber einfach auch irgendwie beobachtend, reflektierend über die Ereignisse in Belarus ins Deutsche zu übersetzen. Uns ist durchaus klar, dass wir einen bestimmten Part der belarussischen Bevölkerung recht unterrepräsentiert haben. Also wir haben wenige Stimmen von Menschen, die wirklich, sagen wir mal, überzeugte Lukaschenko-Verteidiger und Unterstützer sind. Ich denke aber, dass tatsächlich sehr überraschend war oder sehr auffällend und auch beeindruckend und tatsächlich, dass die Proteste durch die gesamte Bevölkerung gingen und gehen, durch alle Generationen, durch
unterschiedliche Kontexte von Intellektuellen bis Arbeitern, von, ja, von Rentnern bis Lehrerinnen und Lehrern. Also wir haben es ja auch gesehen, dass dieser Fokus auf die Frauen sehr, sehr wichtig ist und war, aber dass wir jetzt auch schon mit einer neuen Phase zu tun haben, dass eben die Frauen eine besondere Rolle für die Proteste spielen. Aber es gab dann auch den Marsch der Rentnerinnen, es gab den Marsch auch der Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Also ich glaube, das ist ein ganz symbolisch ganz, ganz wichtig, dass viele Gruppierungen aus der Bevölkerung auf die Straße gegangen sind. Was aber auch eine wichtige Rolle spielt, denke ich, ist, dass natürlich auch viele Menschen nicht sichtbar sind, weil sie entweder die Proteste nicht unterstützen möchten, weil sie dagegen sind, oder auch, weil sie andere Formen des Protestes wählen. Nicht jeder geht auf die Straße, aber nicht jeder Regimekritiker muss auf die Straße gehen und ist deswegen sozusagen nicht genauso ernst zu nehmen dann als kritische Person. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, welche Formen die Menschen finden für sich. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch, finde ich, ein Moment durchaus nochmal bedenkenswert. Wir hatten über den Stimmen kürzlich eine Übersetzung von der Schriftstellerin Anna Kaslova, die nochmal darauf aufmerksam gemacht hat. Lasst uns überdenken, welche Faktoren eigentlich begünstigen, dass wir protestieren. Also was ist begünstigend, dass wir auf die Straße gehen können? Das heißt, man muss ein gutes Einkommen haben, man muss mobil sein, man muss auch vom Arbeitsplatz die Möglichkeit haben, irgendwie mal rauszugehen. Man muss familiär so gut aufgestellt sein, dass man, wenn man Kinder hat, auf die Straße geht. Also sie hat nochmal sehr darauf hingewiesen, auch zu zeigen, es ist möglicherweise auch in manchen Phasen auch ein Protest der Privilegierten, das man aber nicht verallgemeinern kann. Ne? Aber so, und der letzte Punkt ist vielleicht der, was in den letzten Tagen auch schon immer mal wieder Thema war, gerade nach dem Ablauf des Ultimatums, was den Streik betrifft. Was ist eigentlich aus den streikenden Arbeitern geworden? Also es war ja am Anfang sehr beeindruckend, wie viele Arbeiter in den Automobilwerken und in den anderen Werken auf die protestiert haben, in den Streik gegangen sind, was, glaube ich, viele wirklich überrascht hat. Aber das dann relativ schnell abebbte, weil die Bedingungen einfach ganz andere sind. Und die Einschränkungen, die Arbeiter in Kauf nehmen müssen, wenn sie streiken, sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation vieler anderer. Und ich denke, das müsste man immer auch im Kopf behalten. Ja, danke. Ich möchte mich bedanken bei allen drei Diskutanten, bei Vola Bartasch, bei Nina Weller und bei Andrei Vosjanow, bei Heidrun Hamerski für die Organisation und andere, die im Hintergrund mitgewirkt haben, damit das stattfinden konnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag. Die nächste Veranstaltung kommt bestimmt. Alles Gute.